Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Unboxing. Und zwar geht es diesmal um den Wamo, also hier oben steht es auch, Wamo Home Theater Projektor. Also kein Beamer, sondern Projektor. Da gibt es Unterschiede: LED, HDMI, Dolby, 1080p, Full HD. Und dann werden wir mal gucken, was der kann und vor allen Dingen, welche Formate der unterstützt. So, werden wir mal gucken, was haben wir denn hier auf der Seite? Hier steht jetzt drauf, ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig, nicht wirklich, ich kann es auch nicht höher probieren. Hoppala. TFT, LCD, 1080p, also 1920 zu 1080 bei Resolute, bei High, auch bei 1920 zu 1080, Light LED, Manual. Option, Inch 16 zu 9, 140 W, bla, zweimal USB 2.0, HD zweimal. Ich weiß nicht, was HD zweimal heißen soll. VGA, HD wird garantiert HDMI sein. Aber welcher HDMI? Micro SD, AV, und 2,1. 2,61 Kilo wiegt er. Wartet mal, hier muss ich den Aufkleber wegmachen. So. Habe ich vergessen, den Adressaufkleber abzumachen. Hier steht das Gleiche und auf der Seite Home Projector L 6200 AV-Kabel, Power-Kabel, HDMI-Kabel, Remote, User Manual, Carry Back und mal auspacken. Ui. Das ist natürlich klasse, dass der hier gleich in so einem Koffer kommt. Die Ecken fühlen sich auch gepolstert an, unten und oben auch. Also ist nicht nur dünner Stoff, also. Und hier unten steht dann auch nochmal Wamo. Wamfo, ja, glaube ich. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben die Fernbedienung. Ich pack das, ich schiebe den mal so ein bisschen zur Seite und dann packe ich das mal alles hierher, dass wir vielleicht ein bisschen besseren Überblick haben. Fernbedienung, so, dass ihr die noch seht oben im Bild. Ah, das ist gut. Den kann ich für den Fernseher von meiner Tochter nehmen und auf einen Cinch-Adapter für ihren DVD-Player. Weil der ist mir abhanden gekommen. Den wollte ich noch selber kaufen. So. Dann haben wir hier ein HDMI-Kabel, den brauchen wir jetzt nicht. Wir werden das mit einem USB-Stick testen, welche Sachen der so annimmt. Vielleicht ist ja ein Video mit bei. Achso, hier haben wir noch. Kostenloses Zubehör mit kostenlosem Versand. Ach, da gibt es noch eine Wand, ein Stativ und irgendwie Linse oder so. Support. Okay. So, ne, das ist halt ein bisschen, also festgemacht ist jetzt ein bisschen komisch. Das wird einfach nur rübergelegt und dann hier reingeklickt. Also das ist, naja, finde ich jetzt nicht so berauschend. Da hätte ich mir lieber gewünscht, dass von da auch noch ein Band kommt, dass man so machen kann. Weil so hält das nicht richtig fest. Ist meine Meinung. Seht ihr ja hier. Das mal beiseite. Ich
Ich musste noch mein Bild abnehmen und das werden wir dann nämlich drüben auf die andere Wand projizieren. Das ist sehr leicht. So. Von oben hier haben wir dann was zum Stellen. Opa, da fällt gleich die Kappe ab. Ist egal. Haben wir gleich was zum Stellen. Machen wir die Kappe wieder rauf. So. Hier haben wir Bedienelemente, so wie es aussieht. Hier haben wir den IR-Sensor für die Fernbedienung. Hier steht auch nochmal WAMFO. Unten haben wir ein Fach mit einem, was man aufschrauben kann. Glaube ich. Oder ist das nur Zierde? Würde mich hier interessieren. Ich glaube, das ist aber nur Zierde. Ich glaube nicht, dass man das aufmachen kann. Oder doch? Doch, das kann man aufmachen. Das kann man aufmachen, so wie es aussieht. Ah, hier kommt denn das raus. Und gedrückt halten. Dann kann man es reinschieben. Besser als zum Drehen. Wir haben aber auch hier viermal Schrauben, um festzuschrauben. Hier haben wir Lüftung. Hier kann man auch aufmachen. Ich bin mal gespannt. Ach so. Jetzt kann man denn nur das Gitter sauber machen. Aber schon mal schön, dass an Gitter gedacht wird. Das ist für Familien mit Tieren ganz gut. Aber auf der Seite geht es halt nicht. Hier kann man nichts abmachen. Und hinten haben wir einmal den Strom, ein Powerknopf, hier haben wir auch zum Aufmachen, auch mit Gitter. Da ist der Lüfter, zweimal HDMI, VGA, das nutzt eigentlich kaum noch, aber für Schulen ist das gut, Schulen haben das halt noch. Zweimal USB, einmal mit 5 Volt Out. Und AV und Kopfhörer. AV ist halt für Bild. Da ist halt, warte. Dieser Klinkekabel kommt darin. Den hat LG damals auch gerne benutzt. Der kommt dann da rein. Zack. Und dann haben wir hier drüber. Seht ihr das? Rot-Weiß für Ton. Die beiden sind für Ton, links, rechts. Und gelb ist Bild. Ist halt SD, das ist halt kein HD-Bild, logischerweise, wa? So, und dann hier halt die HDMI-Kabel ran. Hier haben wir dann noch Platz für eine SD-Karte. Da kann eine Mini-SD rein. Hier haben wir auch nochmal einen IR-Sensor, so wie es aussieht. Und hier mehr kann man da auch nicht einstellen. Habe ich denn noch so einen kleinen Schraubenzieher da? Das würde ich denn schon gerne auf die Spur kommen. Ja, habe ich. Ob das jetzt nur eine Schraube zum Verzieren ist oder ob sich darunter was verbirgt, werden wir gleich wissen. Ah. Hier haben wir eine Linse. Ich glaube,
Ja, doch, das ist eine Linse. Um da vielleicht mal durchzupusten oder so. Okay. Ich denke mal, um da nachzugucken, oder falls sich das verklemmt oder irgendwie dergleichen. Ist aber auch das erste Mal, dass ich sowas sehe, dass man da so rankommt. So. Dann mache ich noch die Fernbedienung. Muss ich erstmal noch Batterien raussuchen. Ja. Sieht ein bisschen aus wie von der Android-Box oder vom Apple TV. Also von dem alten Apple TV, das habe ich beim Kollegen mal gesehen. Keine drin. Wenn wir mal das Schrauben gleich rein, Batterien gleich reinmachen. Aber wir machen erstmal hier den Stromkabel ab. Und gucken mal nach Strom. Ne. Ich habe ja hier noch ein Verlängerungskabel liegt extra. Für solche Fälle. Zack. Dann gucken wir mal. So, jetzt ist rot. Ah, jetzt leuchtet's. So, Kappe mal abmachen. Hat auch gleich die richtige Höhe, der passt das ja. So, jetzt müssen wir nur noch scharf stellen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann kommen wir ins Menü. Das gucken wir uns gleich alles an. Auch die Größeneinstellung gucken wir uns an. So, jetzt ist er aus. Okay. Sehr leicht ist er, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so ein Klopper, schwer wie Sau oder so, der ist schon sehr leicht. Ich würde sagen, ich baue jetzt gleich mal um, damit ihr das Bild abnehmen und so, damit ihr einen anderen Ausblick habt und dann gucken wir mal weiter. So, ich habe meine Wand mal vorbereitet. Wir müssen noch hier ein bisschen gucken, dass wir das scharf schalten, scharf stellen. So, Texto, das ist halt auch nicht deutsch. Wir müssen erstmal gucken. Ich habe jetzt die Fernbedienung auch hier. Ja, gut, ich hätte die oberen Bilder auch mal abnehmen müssen. Aber wir könntet ja bestimmt gleich auch noch. Einstellen.
Ach, da haben wir doch Deutsch. Oh Gott, endlich. Ah, okay. Das ist für, wenn er umgedreht hängt und hast nicht gesehen. Bild Zoom. Kontrast, Helligkeit. Nee, wir lassen immer Euro 50. Aber Farbe will ich ein bisschen mehr haben. 55, Schärfe. Automatisch ausschalten wollen wir nicht. Werkseinstellung wollen wir nicht. Aktualisieren. Keine Software entdeckt. Also wenn der ein Software-Update hat, müsste man das eigentlich dann ja über einen USB-Stick einspielen. Dann müsste ich mal gucken, ob da Software-Updates sind, aber bei den kleineren Firmen sind meistens keine Software-Updates. Signalquellen haben wir HDMI, HDMI 2, Video, das ist halt der Klinkanschluss und Composite ist halt, steht Computer da, ist auch, wurde damals auch eigentlich immer nur für Computer verwendet. So, Text, Bilder, wir gucken mal bei Bilder. Ich hab einiges. Greife auf Speicher zu. Dauert ein bisschen lange, finde ich. Ich mach's mal in den anderen USB. Nochmal abbrechen. Ach, jetzt hat er doch erkannt. So, wir gucken erstmal bei Fotos. Ich habe hier verschiedene Fotos jetzt drauf gemacht, um mal zu gucken, wie die Qualität ist. Ist besser, als ich gedacht habe. Ja, gut, man darf nur nicht vergessen, ich habe jetzt, das ist jetzt, die Wand ist jetzt Raufaser, ist eine Raufasertapete.
Ja, Videos kommt, zeigt er mir jetzt hier nicht. Ah, da sind die vom Brand. Fotos. Ja, ich habe ein paar Bilder drin. Ich habe halt auch Wolken und vom Zoo und so, dass man halt mal guckt wegen Farbe und so. Das ist halt bei Dämmerung fotografiert. Weil der Sonnenuntergang so schön aussah. Ah, mein Golf. Mein Baby. Mein Fahrrad. Rot kommt rot. Na gut, ich habe auch die Farben ein bisschen nachgestellt, aber kommt kräftig. Vielleicht ein bisschen einstellen noch oder das Licht am Tisch oder so. Die Fläche ist nicht ganz gerade. Müssen wir mal gucken, dass man da noch nachjustiert. Die Fernbedienung haut nicht bei jedem Klick gleich hin. Ist auch sehr dünnes Plastik und ja, wirkt ehrlich gesagt wirklich ein bisschen billig, die Fernbedienung, ja. Also muss ich jetzt mal so sagen. Und wenn ich hier ein bisschen Ruf drücke, biegt sie sich auch. Also ein bisschen dickere Plastik hätte ich mir da gewünscht. So. Wieso kann ich denn mit Vorspulen nicht vorgehen? Ich kann hier Vorspulen drücken, machen, was ich will. Der geht nicht vor. Gut, Lautstärke kann ich. Also das ist wirklich ein Nachteil. Also wenn ich so eine Fernbedienung habe mit Vor-, Zurückspulen und so und links und rechts und Pfeiltasten, dann würde ich doch schon gerne das... Ach, hier geht's. Seht ihr? Mal zurück. Also ich kann hier drückt halten oder einzeln drücken. Es passiert beim Spulenknopf. Wartet. Hier. Oben. Da passiert gar nichts. Auch hier. Wenn ich hier drücke, da passiert gar nichts. Das ist sehr, sehr nervig. Ja, hier ist nichts drin. Zurück, zurück. So, dann haben wir Filme. Da ist nichts. Hier sind zwei Videos. Das ist ein PlayStation-Video. Mal gucken, ob er das anerkennt. Das ist MP4. Der Lautsprecher ist ziemlich laut, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Machen wir mal ein bisschen leiser. Aber er spielt's ab. Ja, das Video hat an sich schon eine sehr schlechte Qualität, das habe ich mir damals kopiert. Also man konnte es nicht speichern, das ist halt auch nicht wirklich groß. Das war für Handys geeignet und alle drum und dran und das ist kein Full-HD-Video. Also das nicht wundern, dass es da verwaschen aussieht, das ist von Sony so. So, was haben wir hier? Ach, das ist eine kaputte Datei. Die war auch kaputt, weil ich hatte vorhin mit dem USB-Stick nämlich Probleme. Dass er das nicht alles machen wollte, was ich will. Das war, glaube ich, auch defekt. Ich weiß auch nicht, ich kann es euch nicht erklären, warum der
Der hat mir den USB-Stick immer wieder ausgeworfen und gesagt, nö, nö, will ich jetzt nicht. Also praktisch nicht mehr erkannt. Kann euch nicht sagen, warum. Will er auch nicht. Also das scheint wahrscheinlich das Format zu sein, dass er das nicht unterstützt. So, jetzt gucken wir bei Musik. Da haben wir nur Gerechter Zorn. Schön ist, dass mir das Cover gleich mit angezeigt wird. Und man kann spulen. Nächste Lied. Also vom optischen her finde ich das schön mit rechts dem Cover und dann links so eine kleine Animation. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich das darüber gesteuert. Was passiert, wenn ich hier steuere? Hier kann ich spulen. Play. Zack, zack. Ist immer nur das. Der Titel weiter geht nicht. Hier kommt man auch gleich zu Zoom und so hin. Ah, hier können wir schnell auch die Signalquelle wählen. Ja, da ist jetzt natürlich nichts dran, aber ein Knopfdruck, Multimedia. Dann kommen wir natürlich zur Multimedia-Anwendung wieder zurück. Laut, leise können wir auch machen. Ja, also da müsste ich mal gucken, ob dafür vielleicht so ein Update gibt. Menü fällt jetzt sehr sparsam aus. Bildmodus, Helligkeit, Farbe, Schärfe, ja. Gut, aber... Keine Software entdeckt, Werkseinstellung, ja, so ein Sleeptimer. Werkseinstellung, automatisch. Also die Einstellungen fallen sehr spartanisch aus. Also mir fehlt noch eine Einstellung, um das Bild ein bisschen so zu kippen zum Beispiel oder so nach unten, nach oben. Also das muss ich sagen, dass bei anderen Beamern kenne ich das. Oder Projektoren. Weil hier seht ihr ja, ich mach das mal so, dass der dann halt so. Jetzt ist er bündig mit dem Lichtkanal. Mit dem Kanal und ich sehe da oben, sind auf der rechten Seite oben, hier, da, sind 5 cm Luft. Im Gegensatz zu hier unten am Kanal. Also geht halt so schräg hoch. Ja, also das ist halt sehr kurios. Also. Müsste denn so sein, dass es gerade ist. Das kann man bei anderen ausgleichen. Warte mal, wir haben doch aber auch hier hinten noch ein Stellrad. Ach, hier. Hier kann man nur neigen. Müssen wir mal so ein bisschen neigen. So. Ach, gucke an. Jetzt passt es. Jetzt ist es gerade. Es sieht jetzt auf der anderen Seite bei der Wand natürlich nicht gerade aus, also auf der Seite. Hier. Das ist, weil die Wand, die hier krumm und schief ist, die ist krumm und schief.
Aber ich gehe hier nach der Tür, die ist gerade, die hätte ich ausgemessen. Und da habe ich ein Licht, so einen Kanal lang. Und der ist auch gerade, alles mit Wasserwaage ausgemessen. Und wenn es da gerade ist, ist es gerade. Ja, geht doch. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich drehe euch mal kurz um. Und mach mal den Bildschirm hoch, dass ich auch mich sehe. Na komm, so. Ich mach mal hier nochmal Licht an, so. Na komm. Ah. Also alle Formate nimmt er nicht. Da müsste man dann vielleicht mal nachlesen, welche Formate er macht. Aber auf der Raufaser hat er für mich ein gutes Bild gemacht, hat sich gut geschlagen. Ist natürlich ein Projektor und kein Beamer. Da gibt es natürlich himmelweite Unterschiede, da brauchen wir uns nicht vormachen. Und ein vernünftiger Beamer kostet halt dementsprechend Geld, das wisst ihr. Das ist jetzt was für Einsteiger oder für die Schule, wenn man irgendwas an eine Tafel projizieren möchte oder so. Für Leute, die wirklich gute Qualität beim Fernsehen gucken oder beim Zocken haben wollen, zeige euch, da ist es nicht. Das ist nicht. Das ist. Na komm. Ach Gott, Kruzifix. So, jetzt aber. Ist für eine Gartenparty geeignet oder einfach mal für zwischendurch oder so. Aber für. Also, ich finde noch ein bisschen laut. Also, für dauerhaft würde ich jetzt eher sagen, ist das nichts. Ist meine persönliche Meinung. Ist schön, dass es den gibt und die Qualität sieht auch besser aus als vermutet am Anfang. Man kann einiges einstellen. Man kann, ich weiß nicht, ob man ein Software-Update machen kann. Ich muss da mal gucken. Ich werde mir das Heftchen gleich mal rauslassen. Wenn man ein Update machen kann, werde ich dazu noch mal ein Video machen. Und vielleicht kann man die Software dadurch auch ein bisschen erweitern oder so. Aber wie gesagt, er unterstützt halt nicht alle Formate. Steht das vielleicht auch drin, welche Formate der unterstützt? So, Multimedia. Ach Gott, ja, also das ist sehr schwach. Support Audio, MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE und WAV, also WAV. Das ist so an sich schon mal okay. Bei Bildern JPEG, BMP und PNG und bei Support Videos 3GP, das ist ein ganz altes Handyformat. Das ist, wenn ihr noch die alten Nokia-Handys kennt, also die ersten mit einem Farbbildschirm, wo pixeliert Farbbildschirm, wo dann gerade noch so Snake mit drauf war, was war eine 6230 oder sowas? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Also die. Und dann die danach kamen, so Nokia X6 und sowas alles. Die haben im 3GP-Format aufgenommen. Also klein. AVI, MKV, FLV. Dann steht nochmal FLV in Klammern. MOV, MPEG 4, MPEG, also MPG und VOB. Nochmal MPEG. MPG, weiß ich nicht warum, doppelt schreiben, RMVB und RM. Und bei Text-Support hat er nur Text. Also, das wird dann quasi kein Windows oder sowas sein oder OpenOffice, das wird dann die ganze Editor-Datei wird das nur sein, eine Editor-Datei. Das wird bei Text unterstützt, denke ich mal. Können wir dann auch später nochmal angucken. Also für Einsteiger zum Kennenlernen und so ist das okay, aber also für Leute, die da großartig was erwarten, ist das nichts. Sagen wir so, wie das ist. Wir gucken mal, wie es aussieht mit einem Software-Update, ob da noch was geht. Ich wage zu bezweifeln, aber okay. So, das soll es für die Vorstellung auch gewesen sein. Für uns wird er gut sein im Garten, bei meiner Mutter, wenn wir dann im Winter oder im Sommer im Garten sitzen. An der Wand hier projiziert und dann kann man halt auf dem USB-Stick die Bilder raufmachen und dann ein paar Bilder gucken oder so.
Ja, ich bin jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.